Hey ihr Leute mit Verfolgungswahn, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Intermission. Wir machen weiter mit Yuffie und Sonnen und wir suchen gerade Chiche, einer von Avalanche und eigentlich ein Verbündeter. Der hat uns jetzt gerade ein bisschen blöd erwischt, aber hat er nicht mit Absicht gemacht, hoffe ich doch. Oh, da ist ja wieder was Violettes. Ich mag eine Stahlsichel, das sind immer tolle Sachen. Was haben wir denn hier? Stahlsichel. Die hat mehr physischen Angriff, Verbannung, aber hat auch nicht so viele Materia-Slots, leider. Ach, Geschicklichkeit 50 erst. Ich muss das mal ein bisschen skillen hier. Meine Sonos-Waffe ist auch schon höher als unsere. Wählt ein Element aus, genau. Nanjutsu. Ja. Wie mache ich das denn richtig? Muss ich da im richtigen Moment drücken? Oder ich weiß auch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ist ja auch egal. Verwarnung. Umso stärker, je mehr ATB man für andere Kommandos aufgewandt hat. Das Element ändert sich durch Elementar und Jutsu. Kann in der Luft eingesetzt werden. Ja gut, ich habe ja die Möglichkeit, dieses Feuer vor Kano-Dings da zu wählen. Aber, ja, keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. 40 Punkte habe ich dafür. Das mache ich auch ein andermal. Oho, damit sollten wir weiterkommen. Das ist Ninja, Leute, hier. Guck mal. Alter. Das ist auf jeden Fall Ninja-Skill, so à la Prince of Persia an der Wand lang rennen. Verstanden. Wir sind unterwegs. Chor 3 hat den Verdächtigen beim Hauptpfeiler gestellt. Schließen wir auf. Beim Hauptpfeiler gestellt? Der hat sich ja ganz schön was getraut. Reißt es, Pack. Gehen wir. Folgen wir ihm? Warte, Chefin. Stehen bleiben. Die ist so ungeschickt. Ha! Könnt ihr überhaupt irgendwas? Allen hat die nächste Stufe erreicht. Das ging ja ordentlich in die Hose. Einfach zu ungeduldig, Chefin. Irgendwann rächt sich das. Reden wir lieber darüber, wie wir TJ finden sollen. Ich habe eine Idee. Lass uns erstmal einen Ort mit gutem Überblick suchen. Der ist so nett und verständnisvoll. Ach, guck mal, hier geht's auch weiter. Aha. Mal gucken. Ist jetzt etwas verwirrend. Nimm das. Alles klar, hier können wir den Hebel umlegen. Aber bin ich da schon lang? Ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Doch, da oben geht es nämlich auch noch hin. Und ich hoffe, das ist optional und nicht der richtige Weg gleich. Hopp. Weil eigentlich komme ich ja hierher, aber... Ist hier noch was? Bitte? Ach nein, oder? Das war komplett unnötig, hierher zu gehen. Ja, da komme ich wirklich nur her. Okay, gut, ich dachte, hier ist noch was. Vergiss das. Man weiß ja nie, vielleicht hätte hier noch eine Kiste rumgestanden. Steht keine Kiste mehr rum, oder? So. Da ist aber noch eine Kiste. Siehst du mal. Hat sich doch gelohnt, der Weg, dass ich sie jetzt auf der Seite noch erblickt habe. Und ein Elixier bekomme. Das sind so Sachen, die benutze ich nie. Weiß auch nicht, das ist mir einfach zu wertvoll und dann vergammelt es in meinem Inventar und ich benutze es nicht. Schade eigentlich. Mache ich aber generell so bei Spielen. Das wichtige Zeug hebe ich mir auf und dann kommt der Endboss. Oh, nun ja. Like a ninja, it's your birthday. Das ist der Hauptpfeiler, der die Stadt stützt. Alter. Die Wartungsstation, von der die Gardisten gesprochen haben. Aha,
Verstehe. Gehen wir. Wird die Sprachausgabe leider ein bisschen leise. Man kann sie auch nicht wirklich lauter stellen. Das war dazu gesagt. Hä? Dann du? Ja, ich wollte schon sagen. Ah. Wollt den hier umlegen, bitte? Ich meine, daran lang zu klettern wäre jetzt gar nicht so schwer im Prinzip. Aber in der Geschwindigkeit, wie sie es machen, das ist beeindruckend. Niemand entkommt dem Zorn der Ninja! Oder dem Zorn einer Yuffie. Das war ich meine? Hey, warte mal, ich guck jetzt mal ganz kurz. Aha. Ich find's doch ein bisschen zu laut, ne? Die Dialoge gehen etwas unter. Und das Gedudel ist etwas sehr laut. Ein Tempobrett 3? Achso, das war für... Falcon Punch. Oh nein, schon wieder so ein Hund. Mann, das ist keine Luft mehr. Ja, Mann, bringt jetzt nichts. Aua. Oh, nö. Lass mich los. Mal heil hier. Kannst du mal vielleicht auf Sonnen gehen? Der hat doch Provozieren drin. Wie ist das? Hat er nicht? Rasender Wind? Da brennen wir nicht die Finger. Okay, du willst, glaube ich, Eis, ne? Eis ist nicht seine Schwäche. Was war nochmal seine Schwäche? Nimm das! Jetzt ist Schluss! Aua, 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 aua. Hab ich denn noch? Hab ich noch Dings? Rauben? Kann man für mich was rauben? Oh, Sonne hat den Fall provoziert. Oh, nicht killen bis. Aha. Hey, steh wieder auf! Nicht sondern jetzt wieder töten, bitte. Kannst du es treffen? Mach es! Und nicht schon wieder. Das wird wehtun. So, jetzt aber, jetzt gibt's hier auf die Schnauze. Es ist immer noch dieses Vieh, ne? Na ja, sicher ist sicher. Aua! Alter! Hey, was soll das werden? Steh wieder auf! Ich kann einfach nicht verlieren. Hab nichts gemerkt. Das soll ich dir das hat überhaupt nichts gebracht, du Schwein. Leben sind
Blutrausch, du Arschgesicht. Was hast du dich? Halt die Schnauze! Wir sind beide krepiert. Oh mein Gott. Autovita ist jetzt auch nicht gerade so ein toller Skill, offensichtlich. Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Oh, da sind wieder Ratten nachgekommen. Na komm, haben wir die noch mit weg. Stufe gestiegen! Ja, wie fantastisch war ich! Du erfüllst mich mit Ehrfurcht. Oh mein Gott. Schrecklich war das. Schrecklich. Ja, sie macht wirklich auch nicht so viel Schaden. Deswegen überlege ich, ob ich mal den Bumerang nehme. Ja. Ja, da macht sie vielleicht auch ein bisschen mehr magischen Elefants. So, TP-Boost. Stehlen, Analyse. Eigentlich kann ich auch Solon die... Na gut, die Glut nehmen wir mal weg. Wir nehmen dafür lieber... Erstschlag, Ausweichrundschlag, MP-Boost. Gebet. Wir nehmen dafür... Gebet, ja. So. Das nehmen wir auf Boost. Dann können wir uns nämlich die ganze Zeit schön mitheilen. Hoffe ich. dass es was bringt. Klang. Aha. Ist ja auch richtig. Der Weg. Warte mal, ich muss ja ganz kurz, Entschuldigung. Nein, 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 ich wollte auf den anderen, auf den Bumerang. Auf den Bumerang. Ja, ich sollte die Waffen erstmal auf Maximum bringen, aber ich glaube, das werde ich eh nicht machen, von daher. Ach, Meisterdieb haben wir ja auch noch nicht geskillt hier. Mann. Doch, habe ich. Achso, die habe ich schon geskillt, okay. Präzise Abwehrmagiebarriere, Schaden Subspirit. Macht das denn nochmal? Regeneriert beim Leiden von großem Schaden MP. Oh, doch. Das nehmen wir mit. Und er hat bisher noch nicht so viel. Ich würde sagen, wir nehmen mal die physische Attacke mit. Sonon. Also er macht schon gut Schaden, würde ich sagen. Er ist schon ein Hau drauf, der Kerl. Yuffie ist jetzt mehr so die Aufschneiderin. Aber ich finde, sie hat auch ein paar schöne Attacken. So ist ja nicht, ne? Die kann sich schon zur Wehr setzen. Nur kann sie überhaupt nichts einstecken. In jeglicher Hinsicht. Da. Ja, ich will weiter. Danke. Moment. Hopp. Diese Wachhunde sind richtig heftig. Wer hat zuerst einen Gegner auf? Oh, ein Wettrennen, ja? Au! Du Schwein. Warte mal, was war das? Nebelschlag? Nee, was hat sie da für eine Fähigkeit drauf gehabt? Egal, wir rauben mal was. Peng. Ah, schon wieder! Lass mich los! Wie ist das? Komm mal her! Lass mich mal! Jetzt! Oh Gott. Ganz ruhig. Jetzt nur keine Panik. Ah, was? Gebet braucht zwei? Kannst du mal aufhören? Wir hauen alles zu breit! Ohne Verzug. Schnappst du dir, mein Scherbe! Mit Vergnügen, Herrin. Niemand entkommt dem Zorn der Ninja!
Oder soll ich? Den Zorn einer Yuffie. Ist dein Ernst? Hab ich eigentlich Ether? Oh, leider nicht so viel. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Oh, da habe ich was Schönes entdeckt. Wegen vorhin nochmal. Was denn? Du hast gesagt, Avalanche hätte sich verändert. Richtig. Jetzt fehlt ihnen die Entschlossenheit. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber mit ihrer Spitzengruppe zusammenschließen. Was meinst du? Ja, stimmt schon. Ich sollte mich nicht beschweren, wenn sie so viel für mich getan haben. Ich weiß, was du meinst. Sie sind wirklich gute Menschen. Aber genau das ist das Problem. Edgar braucht keine guten Menschen. Es ist mir egal, was aus dieser Stadt wird. Ja. Ja, ihr wisst ja, Avalanche, also die, die wir kennen, mit Cloud, mit, also neuerdings Cloud, Tifa, Barrett und so weiter, das ist die Splittergruppe. Im ersten Teil, also im ersten sage ich immer, ja, also auf dem Parkplatz nach Luce mit der komischen Verfolgungsjagd, die etwas seltsam anmutete, da hatte man das erste Mal Avalanche richtig in Aktion gesehen. Das waren so die bisschen Militanten. Oh, warte mal, wie komme ich da jetzt hin? Warte mal, ich habe eine Idee. Das geht wohl nur, wenn ich gerade im Klettern oder wenn ich gerade dabei bin, rüber zu klettern. Hopp. Ja, das ist ein bisschen doof mit dem Analogstick immer hier. Finde ich persönlich. Ah, Mist. Soll ich denn da rüberkommen? Ich kann doch nicht schießen, während ich da drauf klettere, oder? Muss ich aber. Wie soll ich das denn machen? Nein! Versteht ihr, was ich meine? Ich muss. Nimm das! Bin ein bisschen blöd gerade. Wie soll ich das hinkriegen? Nimm das! Okay. Schnell! Ah! Soll ich das mit Timing oder wie? Wie funktioniert das? Ah, nee, oder von da oben. Ah, ja, ich hab's kapiert. Ja, dann, ey. Ich dachte, das wäre so eine Timing-Sache, aber das kann man nicht immer erwarten, dass das Spiel dann so knappe Timings einsetzt, sondern vielleicht nur ein bisschen umgucken und richtig agieren. Die Wölfe sind wieder da. Hallo? Hopp, 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 hopp. Tut, 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 tut. Oh, dann hier wieder eine Kopplungsmateria. Elementaraffinität. Das ist ja meistens. Habe ich ja schon, ne? Elementaraffinität. Nee, warte, habe ich nicht. Ah, die Waffe verursacht Elementarschaden. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materia. Bei Waffen erhöht sich die elementare Attacke, bei Rüstungen die elementare Resistenz. Bei, wenn mehrere Materia eingesetzt sind, ist der Effekt nur der Effekt der ersten gültig. Blut, Frost, Gewitter und Luft kann verbunden werden. Ja, gut. Leider auch wieder unpraktisch, weil ich nutze Materia eigentlich lieber mehr für Angriffsmagie. So. Wobei, so ein passiver Effekt. Nur was machst du, wenn jetzt ein Gegner komplett immun ist gegen eine Waffe? Dann hast du leider die Arschkarte gezogen. Also gegen eine Magierichtung. Gibt's ja auch. Und ich glaube, während des Kampfes Waffen wechseln war nicht so drin, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ging nur außerhalb der Kämpfe. Hep, hep. Hier nichts vergessen. Okay. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust zu grinden, ehrlich gesagt, dass ich alles auf Maximum kriege. Ich werde jetzt bei dem bleiben, was ich habe. Ist gut. Sag mal, ist Hichi jetzt irgendwo mal hier oder rennt er immer noch weg? Endlagerstelle. Ich glaube nicht, dass es hier so ein Hub-System gibt, dass man immer wieder zum Start zurückgeht, sondern es geht stetig weiter bei ihr.
ist das denn? Lass uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Ja, nein. Ja, weiß ich doch. Nein. Ganz vorsichtig. Kein Mucks. Heißer wie ein Mäuschen. Ich hau alles um. Wie sieht's denn aus? Oh oh. Mäuschen. Aus wie Behemoth. Oh. Kleiner Ninja-Panne. Meister. Ach du. Das ist ein Strauß. Wir wollen verhandeln. Daraus wird nichts. Beruhig dich mal bitte, ja? Ein gigantischer Vogel, der in den Slums beheimatet ist. Sein eisenharter Schnabel erlaubt ihm kraftvolle Angriffe. Mit seinen Flügeln, die sich im Laufe der Evolution immer mehr zu Händen geformt haben, kann er seine Beute festhalten. Wenn er einen Stein hält, wehrt er jeden Angriff von vorne ab und kontert ihn. Feuer- und eiselementare Angriffe füllen seine Schockleiste. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird der Schock anfällig. Drücke wiederholt ausweichen, um seinem Griff zu entkommen, wenn er dich gepackt hat. Na klar mache ich das. Ah, ich habe nicht mehr so viel Magie, aber es reicht doch für Eis. Ich setze übrigens die ganze Zeit nur die schwache Variante ein, habe ich gerade gemerkt. Hoppala. Oh, er hat gerade einen Stein, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Oh, er kann ja eigentlich auch finden. Nee, kann er nicht. Ah! Mesus Speicherchip! Wir haben einen Mesus Speicherchip gefunden. Warte mal, jetzt kann ich den ja schön einsetzen hier. Ist das hier? Ja, ich dachte... Oh, Gozu haben wir auch schon. Accessoire für Dämonenarmreif. Erhöht den erteilten Schaden proportional zu den aktuellen TP des Charakters. Und je geringer die EP, MP, desto höher der erteilte Schaden. Oh! Das ist ja geil. Wo sehe ich das? Physische Attacke 159. Okay, da ändert sich jetzt wohl nichts. Naja. Greift der vollen Kraft. Ja, gut. Was macht nochmal das Freundschaftsband? Verringert den Verbrauch von ATB. Ja, gut. Kann man mal machen, aber ich brauche jetzt erstmal was anderes. Oh, Sonon hat sehr wenig. Warte mal. Ich glaube, ich gebe mir mal Chakra vielleicht. Oh, warte mal, so geht das übrigens auch. Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Materia-Zuteilung, genau. Effizientes Blocken, Auto-Vita. Bis zu 10-mal pro Kampf. Ah. Wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genug ATB oder MP zur Verfügung hat. Ja. Verbessert die Wirkung von dem Kampf eingesetzten Gegenständen und provozieren. Oder, ja komm, das nehmen wir mal raus. Ich heb ihm mal Chakra. Das kostet nämlich gar nichts. Oh, geht gar nicht außerhalb des Kampfes. Cool. Na, jetzt habe ich mich geheilt. Egal. Ich dachte, das wird gespeichert. Wie war das? Aber je weniger MP, desto besser. Ihr habt es ja gehört, ne? Mehr Damage. Oh, sind das Notiz von Chiche. Sind das nicht die Kisten vom Don? Von Don Salieri? Die Bohnen. Steinharte, aber überaus nahrhafte Bohnen aus Wutai. Ein beliebtes Mitbringsel. Ja, beliebig vielleicht auch. Notiz von Chiche. Nimm das Transportband durchs Lagerviertel und probiere dein Shuriken an den Kisten aus. Shinra dürfte das nicht gefallen. Also tob dich aus. Okay. Ja.
Das mit kleinen, mittleren, großen Shinra-Fachkisten. Ja, ja. Schon kapiert. Ist da noch welche? Nee. Oh! Dex hier. Komm, Joffi, schneller schmeißen. Habe ich alle Wische? Gab's ja nicht, aber. Ich versuche mein Bestes. So viele waren es ja jetzt gar nicht hier. Oh! Alter, vergiss das mal. Alter, sind das viele. Nein! Oh nein! Ach toll. Auf welche hier? Hoff, dass die auch immer runterpurzeln irgendwo. Oh Gott. Ja. Oh nein! Das ist auch ein bisschen knapp. Ach komm, die große. Turbo Ether. Was zum Geier? Die große Kiste, ja! Oh nö. Große 7, mittlere 28 und kleine 91. Highscore ist bestimmt alle zu treffen, wette ich mit euch. Da bestimmt gibt es schon Leute, die haben das geschafft. Freaks! So, ich renne mal eben kurz nach Area 51, ne? Bestimmt die Wartungsstation des Hauptpfeilers. Klasse Sache. Schade eigentlich. Ich hätte mich viel besser darauf vorbereiten müssen, aber man konnte ja vorher jetzt nicht groß rasten oder so. Naja, egal. Ich hätte speichern können. Was soll's. Ah. Fein. Was haben wir? Magieboost. Ja, ja. Dafür habe ich viel zu wenig Slots, dass ich das jetzt großartig brauchen könnte. Analogsticks, mein alter Feind. Irgendwo ein bisschen. Oha. Die wird aber streng bewacht. Das sollte uns nicht überraschen. Gebe aber zu, dass die Einrichtung mehr wie eine Waffenfabrik und weniger wie eine Wartungsstation aussieht. Wir sollten jetzt größte Vorsicht walten lassen, Chefin. GJs Leben hängt davon ab. Der kann ja auch mal warten. Und sollte nicht immer vorrennen. Was soll denn das? Gewitter. Gewitter! Das war doch mal Gewitter. Ich meine, wir haben ja schon Blitz und Luft, also von daher. Gewitter. Ja, ist doch Blitz. Ja, wir haben schon. Ja, wir haben es schon mal. So, erstmal ausruhen. Pam. So. Würde ich sagen, checken wir doch ganz kurz mal die hier das, den Shop. Da gibt es nämlich neue Sachen. Ein Megatrank für 300. Ether. Oh, Ether kaufen wir uns mal ein bisschen. Eins. Und Phönixfedern. Ja, kommt aber jetzt nicht so oft. Oder? Die sind reduziert. Also bitte, Rabatte. Schmabatte. Ich glaube, wie gesagt, eh nicht, dass wir noch so viel Geld brauchen. Gibt's hier? Ah, es gibt ganz normale. Ja. Die ganz normalen Materia. Ach so, na, du könntest mal ein bisschen mehr Waffenslots gebrauchen, ne? Ein bisschen. Vielleicht gibt es hier noch ein paar mehr. Aha. Vielleicht jetzt mit dem nächsten. Zusätzlicher Materia-Slot. Ja. Wie gesagt, ich glaube,
Und das war ganz gut. Mit magischer Attacke, physischer Attacke. Hat nichts, was ich so wirklich brauche. Ja. Gib mir mal das TP-Maximum oder MP-Maximum auch mal. Und vielleicht doch physische Attacke plus. Oh, cool, das hat nur die Slots verbunden übrigens. Das gab keinen zusätzlichen, oder? Gab einen zusätzlichen, Quatsch. Ich wollte die Waffe auswählen, danke. Zurück, zurück. So. Zorn und so. Gut, und dann kannst du mal da Gewitter reinbekommen. So, dale. Ich weiß nicht, da muss ich jetzt meine ganze Magie schnellstens wieder verbrauchen. Wählen, TP-Boost, heilen. Was hat der denn? Nicht so gut. Gebet. Ah, ich weiß nicht. Aber Regener ist ja über Zeit dann aktiv. Also es halt immer stetig irgendwelche Punkte. Lebenspunkte, nicht irgendwelche. Ach, warte mal, was stand da eben? Verbraucht keine ATB oder MP. Achso, der zusätzliche. Ja, ja. Synergie. Na gut, Leute. Das war's für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Erstmal lasst mir Likes da und Kommentare, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns wieder zu Final Fantasy VII Intermission. Bis dann. Tschüss.